Hallo, schönen guten Morgen. Wir sind heute ein bisschen spät dran und die Kinder hatten heute Nacht schon mal drin Frühstück. Ja, irgendwie der Mittwoch heute ist wie ein zweiter Montag in der Woche. Aha. Verbindung ist heute auch nicht so gut. Aber das wird schon noch an im Laufe des Tages. Ich möchte jetzt die Gelegenheit einfach nutzen, mich bei den Menschen zu bedanken, die gestern den Tag so schön gemacht haben für uns alle. Ja, danke, dass ihr da wart. Und ich freue mich uns auf das, was die Zeit uns bringt. Emmy, Emmy, wink mal David. Emmy. Emmy läuft jetzt darüber, wo ihr gestern gesessen habt. Lucy frühstückt noch. Und Anna geht mit den Baby spazieren. Aber wie gesagt, die Anna hat mich heute ziemlich früh geweckt. Und da habe ich denen gleich eine Dose von dem Hills Puppy gegeben. Den ersten Hunger. Hoppala, Vorsicht, Momo. Momo, wink mal. Du hast auch einen David zum Winken. Das ist jetzt lustig. Der Emmy und der Momo, die haben beide einen David in den neuen Familien dann. Na, wollt ihr eine Runde skaten? Ja, Charlie, die rennen alle zum Essen. Da rennst du mit, gell? Nee. Die Mama führt die Kinder noch ein bisschen spazieren. Oh, Anna, komm da bitte wieder raus mit den Kindern. Das ist nicht so toll. Anna. Charlie, wenigstens du bleibst draußen. Anna, bring sie alle wieder da raus. Pünktchen, schick mal Grüße nach Baden-Württemberg. Nicht an meine Füße. Guck mal rein, die Ines freut sich sicher. Hallo, hallo, hallo. Geballte Lebensfreude hoch sieben. Was ist, Kinder?
rein, nicht auf die Linse. Ja, das war unser Beitrag zum guten Morgen und wir wünschen euch einen wunderschönen Wochenteiler, vielleicht mit Brückentag, Urlaubstage, wie auch immer. Habt Spaß, lasst es euch gut gehen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nachher. Tschüss. Goldisches Hallo von den sieben Zwergen. Charlie, Charlie, fein Charlie, hast du Gras geguckt? Juhu, Renate! Lucy! 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 Hey, falsche Richtung, hier lang! Jetzt hat die den am Ohr. Lucy! Hey, die Ohren sind doch lang genug! Renate, siehst du das? Die zupfen den Charlie. Hallo Ennis, bist du ja auch da, mein Schatzili? Guten Morgen, ausgeschlafen? Ja, Kampfkavalier. Ja, Emmy. Was sie? Thank you.
Na, wer hat jetzt die Frühlingsrolle gemacht? Ennis kommt durch. Ennis! Super! Super, Ennis! Prima! Gut gemacht, Ennis! Super, Anna! Du lernst denen das klasse! Gell, Leute, die Anna macht das klasse! Oh ja, Renate, das ist er! Den Schluck habt ihr mitgenommen, okay? Nur sieht die Lotte kullertig. Renate, siehst du es? Ach, Lotte, du bist eine super Oma, Tante, Mutter, was weiß ich. Ja, dann hast du eben gesehen, die Lucy hat sich in die Lotte bald reingekullert und die Lotte hat es akzeptiert, ohne dass sie weggeschubbelt hat. Gell, Lotte, bist unser super Babysitter. Die passt auch mit auf die Kinder auf. Hör, Charlie, zubeln sich die Mädels wieder. Holdi war wieder Wühlmaus. Geh, Holdi, hast du den halben Garten an dir hängen? Passt. Hauptsache glücklich. Na, Momo, Gras haben verschluckt. Wer hat jetzt gequietscht? Emmy oder Ennis? Hallo Pünktchen. 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 Thank you.
Apfel. Und die Töne sind noch geheuer, oder? Hm? Apfel sind alle Bälle weg. Ja, Emmy. Initiativ an Knallwand. Bumm! Jetzt bist du mit reingerannt. Momo. 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 Momo, rechts rum. Momo. Ja, Momo, ja, super. Super, Momo. Prima. Fein gemacht. Super, Momo. Super, super. Ja, und der Charlie ist auch super. Gleich belagert. Und die Lotte ist obersuper, na klar. Dann Waldmeister und Waldmeisterin. Ja. Charlie, das ist Lotte. Gartenhelfer bei der Arbeit.
Hey, ihr Bergsteiger. Vorne ist der Emmy und danach kommt die Momo. Und mittendurch geht der Poldi. Emmy macht sich als erster an Abstieg. Momo überholt. Ja, und so langsam suchen sich die Kinderlein wieder Schlafplätze. Das Gehege ist leer, weil die sich jetzt überall frei bewegen dürfen. Natürlich unter Aufsicht. Gell, Emmy? Anna, komm, bring Emmy raus. Jetzt machen die Höhlenparty oder so. Ja? Anna, komm. Anna, bring Emmy wieder raus. Der ist andersrum gelaufen. Weg ist er. Jo, und wir sind jetzt auch mal wieder weg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis nachher. Tschüss. Tschüss, Renate. Renate. Hi Lucy! Yeah! Hast du gesehen, Renate? Die freut sich schon, dass sie dich sieht. Lucy! Lucy, du hast Bussis geschickt gekriegt. Komm, Schatzi, komm. Lucy. 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 Ja, komm. Hey, Träumerle. Der Nachbar hat ein Rasenmäher an, das hat es da hinten noch nie gehört. Komm, Lucy, komm. Lucylein. Ja, ich glaube, die sucht noch einen Platz. Na, Anna Maus. Schau dir mal alles von oben an, mein Schatz. Guck mal, die Renate ist da, die kommen am Samstag. Überfall aller Hunde. Oh, Lucy hat auch ein großes Hölzchen. Hau ruck. Hepper, Lucy.
Alle. Lucy, komm. Lucy. Charlie, das schaffst du auch noch nicht an der Höhe. Hm? Lucy, du kriegst es hin. Gleich hast du es geschafft, Lucy. Gleich bist du oben. Ja, Renate, das ist so. Oh, jetzt hast du Charlie die abgenommen, ne? Und die Frühlingsrolle wieder. Ja, was? Na, Axel, killst du wieder ein? Hallo André, grüß dich. Sind ganz schön groß geworden, die Kleinen, gell? Es ist erstaunlich, diese einfachen Bälle, die halten ziemlich lange für Achselverhältnisse. Und er schafft es aber auch meistens irgendwo in Ventilnähe, ist dann so eine Unebenheit und dann kriegt er die Dinger zum Pfft machen. Oh, Alice, was bringst denn du? Oh, da wird er sich aber sehr freuen. Axelchen, die Renate hat eine Überraschung für dich. Lucy, meinst du nicht, dass das ein bisschen zu lang ist? Momogendeckung.
Mit Hebelwirkung wird die Mama umgedreht. Los, jetzt siehst du an. Ein Ästchen vom Johannisbeer oder was das ist. Und drei Hunde spielen mit. Klasse. Oh, arme Kinnlade. Ennis. Ennis. Hallo, andere Richtung. Ennis. Ja, super, Ennis. Ennis. Ja, fein, Ennis. Prima. Das hast du gut gemacht. Dankeschön. Da gibt es jemanden, der sich ganz toll freut, wenn er dich sieht. Der Ball lebt noch. Axel, soll ich den werfen? Selbst ist der Dackel. Hey, was machst du denn jetzt, Axel? Goldi, sei nicht so streng, du bist doch nur der Onkel und nicht der Papa, ne? Goldi! Goldi, nicht drauf treten. Goldi, du musst den auch mal lassen. Die abendlichen Machtkämpfen mit Poldi. Geh, Poldi. Warte mal, du hast was am Auge, Schatzi. Halt mal still. So. Nein. Charlie, lass es im Poldi. Der will das nicht, dass du es wegnimmst. Axel, willst du auch nochmal spielen?
Ja, das war's dann von uns für euch, für heute. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön fürs Zuschauen. Schönen Abend, gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.